Verehrte liebe Mitbrüder, werte Väter und Kinder, Schwestern und Brüder in der Gemeinschaft des Glaubens. Die Pietà, die schmerzende Mutter, mit ihrem gekreuzigten Sohn auf dem Schoß, spricht uns nicht nur an, ja, sie zieht uns geradezu an. So hat es der Tage der Eberhard erfahren, der ein Bild der schmerzhaften Mutter Gottes in eine Baumhöhle stellte, um sie auf seinem Weg zur Arbeit anzurufen und um ihren Schutz zu bitten. Bald folgten andere seinem Beispiel und kamen zur Gottesmutter in ihren Anliegen. So wurde auf der Eberhardsklause ein Wallfahrtsort, der mit seiner herrlichen Wallfahrtskirche seit mehr als 500 Jahren Gläubige in großer Zahl anspricht und einlädt, zur schmerzhaften Mutter Gottes zu kommen. Wir sind nicht nur Gläubige aus dem Moseneifel, dem Mutterig, aus dem Vierland, aus Rheinland-Pfalz und Luxemburg, die sich von der schmerzhaften Gottesmutter ansprechen und anziehen lassen. Die Pietà gehört zu den herausragendsten und ansprechendsten Mariendarstellungen unserer Kirche, weit über unser Land hinaus. Das habe ich bei meinem Besuch der polnischen Königskrönungsstadt Krakau geradezu handgreiflich erlebt. Dort wollten die kommunistischen Machthaber mit dem neuen Stadtteil Morawka eine moderne Stadt, eine Stadt ohne Gott bauen. Mit ungeheurem 10-jährigen Engagement schafften es die Bewohner in diesem Stadtteil, gegen den massiven Widerstand der Machthaber, eine große Marienkirche zu errichten. Und beim Eintreten in dieses Gotteshaus durch die Unterkirche, da fiel mir eine Sache ganz besonders auf. Siebenmal ist dort die Pietà, die Schmerzensmutter, dargestellt. Vielen Pilgern mag es hier in Klausen auffallen, dass wir auf dem Altar in der Gnadenkapelle gleich zwei Gnadenbilder mit der schmerzhaften Mutter Gottes finden. Dies zeigt, wie groß die Verehrung der Schmerzensmutter durch die Pilger und die Liebe zu ihr, ihr treuer Wallfahrtsort ist. Doch wenn man im Eingang zu einer Marienkirche aus dem 20. Jahrhundert ihre Darstellung gleich siebenmal vorfindet, fragt man sich, was bedeutet dies? Siebenmal im Eingang zu dieser Kirche wird auch künstlerisch ganz unterschiedlich gestaltet das gleiche Motiv. Nun, es ist eine Kirche, die die Gläubigen im Widerstand gegen eine von außen aufgezogene kommunistische Herrschaft errichtet worden haben. In sieben Variationen werden durch die Pietà die Schmerzen der Kirche und des Volkes Polens und in ihnen die der Kirche und der Menschen dieser Erde in ihrem Leben und Leiden und in ihrer Hoffnung dargestellt. Und was hat das polnische Volk im Laufe seiner Geschichte, zuletzt bis zum Zusammenbruch des Kommunismus, nicht alles mitmachen müssen? Und wie viel Leid und Not gibt es nicht auch heute in unserer Welt? Wir brauchen nur an Länder wie Syrien und den Irak, an Nigeria zu denken und uns daran erinnern zu lassen, was Menschen und nicht zuletzt Christen heute unter den Untaten und Verbrechen der Schergen des sogenannten Islamischen Staates und des Boko Haram zu leiden haben. Doch, liebe Schwestern, liebe Brüder, bei der Darstellung der Schmerzensmutter mit dem toten Sohn auf dem Schoß geht es nicht um Anklage oder gar um einen Angriff gegen jemanden. Es geht auch nicht nur um die Darstellung des Schmerzes und des vielen Leids in dieser Welt. Nein, in der siebenmaligen Darstellung der Pietà geht es, wie auch bei unserem Leid im Grafenwinter hier, um etwas viel Tieferes. Die Pietà, die Mutter mit dem toten Sohn auf ihren Armen, weist uns auf etwas ganz Entscheidendes hin. Sie ist die
die zum Nachdenken und Erschütterung rufende plastische Darstellung dessen, was Gott aus Erbarmen in uns und aus Liebe für uns tut. Der am Kreuz ermartete und verblutete Leib des Sohnes ist vom Stamm des Kreuzes gelöst und heimgekehrt in den Schoß der Mutter. Ausdruck unsagbaren Schmerzes und stummer Klage. Der Sohn, der am Kreuz grausam verblutet erstickte, die Mutter, die all das Furchtbare mit Ansehen, mit Erleben und mit Leiden musste, sie sind vereint. Vereint in ihrem Schmerz und vereint in ihrem Ja zum Willen Gottes. Alles Leid, aller Schmerz dieser Welt ist in diesen beiden versammelt und aufgehoben. Hinaufgehoben zu Gott und bis zum Ende durchgetragen vor ihm. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist wohl auch der Grund, warum die Schmerzensmutter Jahr für Jahr über 100.000 Pilger anzieht und Klausen zu einem der weithin bekanntesten und beliebtesten Wallfahrtsorte hier geworden ist. Das ist wohl auch der Grund, warum die Pietà bis heute zu der ansprechenden, weit verbreiteten Darstellung Mariens gehört. Wer zu ihr kommt, weiß sie von ihr verstanden, von ihr aufgenommen in seiner Not und Sorge. Die Mutter ist den Weg mit ihrem Sohn gegangen bis zum bitteren Ende. Sie ist nicht ausgewichen. Und nun tut sie das Letzte, was sie in dieser Welt noch tun kann. Sie nimmt den gekreuzigten, den toten Sohn auf ihren Schoß, um jede Phase seines Leidens und jeden Schmerz mit ihm zu teilen. Sie gehört zu Jesus. Sie geht mit ihm. Sie leidet alles mit ihm bis zum Letzten. Und sie weiß, was Leid, Not, Sorge, Bedrängnis, Angst, Ausweglosigkeit ist. So versteht sie jeden in seiner Sorge. Sie ist die Mutter der Schmerzen aller, auch unserer Schmerzen, Sorge und Nöte. Und sie ist zugleich die Frau, die sich uns zuwendet und uns mit unseren Sorgen nicht allein lässt, die uns versteht. Mit ihrem Sohn nimmt sie all das für uns. So viel liegt Maria an uns. Das ist es, was viele Menschen, die sich an Maria wenden, wohl auch spüren. Und was sie leidet. Der Kaplan meiner Kindheit, Paul Pfuhl, bemühte sich im jugoslawischen Vernichtungslager Kakola, eine sterbende alte Frau zum Empfang des Bußsakramentes zu bewegen, mit dem Hinweis, dass wir doch alle Gottes Vergebung nötig hätten. Völlig verbittert angesichts ihres harten Schicksals lehnt sie stoff ab. Nicht Gott hat ihr zu verbeten, ich hätte ihn zu vergeben. Nach einer kurzen Weile fügte sie hinzu, beten. Ich könnte allenfalls noch der Schmerzensmutter Maria bitten. Nun, eines leidgeprüften Menschen, von der auch der emeritierte Tübinger Pastoraltheologe Ottmar Fuchs in einer Glosse in der Zeitschrift Diakonia berichtet. Ein junger Vater, dessen Frau an Krebs gestorben ist, ist nun dann da in seiner letzten Verzweiflung. Und er sieht in dieser Not, an wen er sich wenden kann und sagt, ich kann nicht mehr zu Gott beten, allenfalls kann ich noch zu Maria beten. Bei all dem, was theologisch dazu zu sagen und zu differenzieren wäre, steht dahinter die Enttäuschung, dass Gott all das Unglück und Leid nicht abgewendet hat, dass er in seiner Allmacht hätte verhindern können. Dagegen wird Maria, die von Gott nicht geschont wurde, sondern alle Dunkelheit und ein Kreuz durchlebt und deren Herz vom Schwer des Schmerzes durchbohrt ist, ganz auf der Seite der Menschen erlebt. Selbst in der Stunde der dunkelsten Ausweglosigkeit kann der Blick auf sich, so das Erleben vieler Menschen,
vor der letzten Verzweiflung gebracht. Darin versteckt, so dürfen wir feststellen, eine Strategie Gottes. Er will uns seine väterliche und mütterliche Liebe durch Maria, die Jesus uns zum Kreuzfahrer zur Mutter gegeben hat, hautnah und menschennah erleben und erfahren lassen. Papst Franziskus nennt sie ein immerwährendes Geschenk Gottes für uns, das Geschenk der Barmherzigkeit Gottes. So wundert es uns auch nicht, dass Papst Franziskus uns im Jahr der Barmherzigkeit, das er für das vergangene Jahr aufgerufen hatte, Werben zu Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, führen wollte und dies auch heute tun will. Denn Maria wurde durch die verborgene und zugleich einzigartige Teilnahme an der messianischen Aufgabe ihres Sohnes ganz besonders dazu berufen, so schreibt Papst Johannes Paul II., den Menschen die Liebe nahezubringen, die zu offenbaren Jesus gekommen war und die am konkretesten den Leidenden und Unterdrückten gegenüber sichtbar wird. Gerade an dieser sich erbarmenden Liebe hatte das Herz derer, die den gekreuzigten und auferstandenen Mutter waren, in außergewöhnlicher Weise Anteil. In ihr offenbart sich die erbarmende Liebe weiterhin in der Geschichte der Menschheit. Oder Papst. Maria, liebe Schwestern und Brüder, ist ja nicht einfach die ferne Ikone und weltenthobene königliche Lichtgestalt. Sie ist die Mutter Jesu und durch ihn unsere Mutter. Sie hat eine bleibende und dauernde Aufgabe im Reich Gottes. In ihrer mütterlichen Liebe, so sagt das Zweite Vatikanische Konzil, trägt sie Sorge für die Brüder und Schwestern ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahr und Bedrängnis im Leiden, bis sie zum seligen Vaterland gelangen. Und Maria kennt am tiefsten das Geheimnis des göttlichen Erbarmens. In diesem Sinn nennen wir sie auch Mutter der Barmherzigkeit, unsere liebe Frau vom Erbarmen oder Mutter des göttlichen Erbarmens. So der Papst. In Maria und durch sie offenbart sich die erbarmende Liebe weiter in der Geschichte der Kirche und der Menschheit. Denn ihr mütterliches Herz hat die besondere Empfindsamkeit und die Fähigkeit, alle Menschen zu erreichen, wenn sie die erbarmende Liebe leichter von Seiten der Mutter annehmen. Das sagt uns Papst Johannes Paul. Was von Sie und Papst theologisch ausführen, ist durch die Erfahrung von unzähligen Pilgern, die seit Jahrhunderten hierher verschmerzt oder kommen, bestätigt worden. Sie wissen sich angesprochen von der Mutter der erbarmenden Liebe Gottes. Sie sind bescheiden und demütig genug zuzugeben, dass wir eine Mutter suchen, die uns versteht. Zuzugeben, dass wir Menschen Hilfe brauchen, und stets auf das Erbarmen Gottes und seiner Barmherzigkeit angewiesen sind. Zuzugeben, dass der Blick zur schmerzhaften Mutter uns hilft, mit dem eigenen Schmerz und der eigenen Not zu leben und dass der Blick zu dieser Mutter uns Hoffnung schenkt und Kraft gibt. Ich weiß nicht, liebe Schwester, liebe Brüder, ob es dem einen oder anderen von Ihnen so geht, wie es mir ging, als ich das zuerst mal das Bild hier der beiden Schmerzenmutter sah und als ich an dieses Gotteshaus betrat und vor dem Gnadenaltar wirklich stand. Da blieb mein Herz und mein Blick an den beiden Gnadenbildern hängen, den beiden Darstellungen der schmerzhaften Mutter Gottes. An der älteren Skulptur oben im Altar, mit der gesammelten, ganz in sich verhaltenen, in Schmerz versunkenen Mutter und der großen, jüngeren Darstellung in der Mitte des Altars, auf der auch der Lieblingsjünger Johannes und Maria Magdalena den Schmerz der Mutter teilen. Auch Johannes und Maria Magdalena, da nicht unsere Stelle einnehmen,
und uns einladen, nicht nur den Schmerz Marias zu teilen, sondern auch mit ihr unser Herz zu öffnen für den Schmerz, die Not und die Dunkelheit unserer Schwestern und Brüder, sie zu teilen und in Solidarität und Mitleiden im Gebet vor Gott zu tragen. Unsere Kirche, unsere Welt leben davon, dass Jesus Christus stets beim Vater für uns eintritt und dass Maria und alle Heiligen in der Gemeinschaft der Heiligen in ihrer Fürbitte für uns eintritt. Unsere Kirche und unsere Welt leben nicht zuletzt davon, dass wir uns vom Leid und den Schmerzen unserer Mitmenschen betreffen lassen und ihre Not mittragen. Jede Waffe, Schwestern und Brüder, ist nicht nur eine Einladung, alles, was uns bewegt, in die Hände der Schmerzensmutter zu legen. Sie fordert uns auch auf, im Gebet durch unseren Tat füreinander, das heißt, auch für unsere Schmerzen und Brüder vor Gott einzutreten, unsere Schwestern und Brüder vor Gott einzutreten, vor Gott zu stehen und unsere Herzen in Hilfsbereitschaft für ihre Lungen zu öffnen. Maria lebt in ihrem Schmerz nicht bei sich selbst, in sich versunken stehen. Sie lebt mit ihrem Sohn und öffnet ihr Herz für die Not seiner Schwestern und Brüder und die Leiden aller Menschen in dieser Welt. Die Mutter der Schmerzen wurde zur Mutter des Mitleidens und der Barmherzigkeit, zur Trösterin der Betrübten und Helferin in allen Nöten. Wenn wir, Schwestern und Brüder, wie Johannes und Maria Magdalena, bei Jesus und bei Maria sind, teilen wir nicht nur ihren Schmerz, sondern nehmen auch teil an ihrer Haltung. Wenn wir zu Maria kommen, leitet sie uns an, auch unser Herz für die anderen zu öffnen. Wallfahrtsorte sind Orte des Gebetes und der Gnade, Lebenszentrum für unsere Welt. Dies sind innersten Zusammenhang.